Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Redemption. Puh. Ich hätte schon gedacht, der letzte Part wäre noch länger als 20 Minuten. Zum Glück war der nicht so. Und zum Glück hatte ich auch noch genügend Speicher auf der Festplatte, aber ich dachte gerade eben echt so, oh mein Gott. Ganz schön viel Story und jetzt haben wir ein neues Teammitglied im Inventar. Im Inventar vor allem. Wie heißt du denn? Wilhelm. Gesundheit, 120 Blut, 100 Raserei, was? Ach nee, Quatsch, Gesundheit 120, Blut 100 und Raserei 0, so rum wird ein Schuh draus. Unser Blut ist allerdings ziemlich niedrig, deswegen würde ich mal sagen, nehmen wir ein paar Ratten zu uns. Wir haben ja genügend. So, da geht's uns schon richtig blendend. Und, ja, wir hatten irgendwie eine neue Quest. Holen Sie das Not-Fragment. Was gibt's dazu noch? Überqueren Sie die Judasbrücke und begeben Sie sich ins Kloster. Ah, jetzt müssen wir mal doch zum Kloster. Es bekommt eine Rolle. Juhu. Auf dem Petrenhügel. Genau. Finden Sie das Nordfragment und bringen Sie es zu... E-Katharina. Klingt leicht, wird es garantiert aber nicht. Na gut. Ja, was ist passiert? Wir sind jetzt ein Bruja geworden. Hurra! Ich meine, es gibt ja sehr viele verschiedene Clans. Und über alle Vampire herrscht auf jeden Fall ein Prinz. Ja, was heißt herrscht? Naja. Doch, man könnte schon sagen, dass er gewisserweise herrscht. Ich meine, klar, er ist ein Prinz, mal davon abgesehen. Deswegen hat das mit Herrschen schon natürlich was zu tun, in gewisser Weise. Deswegen musste auch vorher dem Prinzen Bescheid gesagt werden, dass jetzt unser Christoph hier ein Vampir wird. Denn der muss seine Zustimmung geben. Wenn man das einfach so macht, dann ist es schon... Ja, ich glaube, das gilt schon als Verbrechen. Man kriegt auf jeden Fall einen auf den Deckel. Ob man dann dafür richtig bestraft wird, weiß ich nicht so ganz genau jetzt. Aber naja... Ich muss gerade an die Serie denken, Clan der Vampire, die ich ja über alles liebe, leider nur 8 Folgen hat, weil der Hauptdarsteller dann gestorben ist bei einem tödlichen Motorradunfall. Da war es nämlich auch so, dass einmal eine junge Frau einfach so bekehrt wurde. Also da hieß es dann, man wird bekehrt, anstatt dass man den Kuss erhält. Und die ist dann nämlich, glaube ich, auch eine Bruja geworden. Ja, und das war ohne dem Prinzen vorher Bescheid zu sagen. Einfach so. Und das war auf jeden Fall nicht so toll. Deswegen, ich weiß nicht mehr auch jetzt genau, wie groß die Unterschiede sind zwischen dem Spiel und zwischen der Serie. Ich musste auf jeden Fall mir im letzten Part so ein bisschen das Lachen verkneifen, als diese Ghouls da bei unserer geliebten Aneska waren und dieser anderen Nonne, weil die hatte dann da einfach nur in der Ecke gekaut und geschrien. Das war schon ein bisschen seltsam. Dann dieser blöde Erzbischof, den ich ja sowieso gefressen habe, schon so, ja, im Unterbewusstsein zumindest. Dieses blöde Arschloch, ne, hält uns erstmal eine Strafpredigt, ja, du hast das Böse hierher geführt, und dann verzieht er sich aber, ne, ohne uns zu helfen. Echt, ey, das sind die Richtigen, das sind die Richtigen. Diese feige Sau. Große Töne spucken kann er, aber wenn es mal um was wirklich darum geht, was zu machen, dann macht er nichts. Idiot. Naja, und dann so süß und gleichzeitig so tragisch und gleichzeitig ein bisschen zu übertrieben, meiner Meinung nach, aber okay, ich meine, mit dem christlichen Glauben und sowas und zu damaliger Zeit vor allem hier so alles, wo es ja spielt, Mittelalter, da war das ja alles nochmal, ja, was heißt härter, auf jeden Fall, ich kann es gerade nicht so richtig in Worte fassen, aber ich fand das Liebesgeständnis echt an sich total niedlich. Das Problem ist ja wirklich nur, was Aneska auch gesagt hat, ne, ihre Liebe zu Gott und ihre Liebe zu Christoph, einen von beiden wird sie enttäuschen müssen, ihr Herz ist zerrissen, alles scheiße. Weil sie sich gegenseitig ja schließlich auch noch lieben, da sind sie jetzt endgültig verdammt, so nach dem Motto. Oh je, die beiden haben es echt nicht leicht. Die haben ein Riesenproblem. Jetzt ist auch noch ein Vampir geworden, das macht alles nochmal dreifach kompliziert. Und ich hoffe, ich habe die richtige Antwort vor allem eben genommen. Bei der Ekaterina. Aber ich muss auch sagen, sie sieht an sich echt gruselig aus. Wenn man sie so an sich sieht, denkt man erstmal so, ach ja, hübsche Frau. Doch wenn sie ihr Tuch abnimmt, hallo hübsches Kind. Also das ist dann nicht mehr so attraktiv, muss ich sagen. Das sieht echt gruselig aus.
Aber ja, gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall neue Sachen hier. Neue Fähigkeiten anscheinend. Ah, das ist Trinken, stiehlt dem Opfer Blut, Stufe 1. Das kann man also auch nochmal steigern. Anwendung bei Feind und Freund. Das kann man dann nochmal hier aber nicht so auswählen. Das ist nur bei allgemein so, bei wem es halt anzuwenden ist. Stellt Gesundheit wieder her, Blutheilung. Genau, das ist auch das, was unsere Feinde leider schon gemacht haben. Sogar die Ghule. Das finde ich echt hart. Stufe 1, Blut 5. Also es kostet 5 Blutpunkte, genau, auf jeden Fall. Anwendung bei sich selbst. Ja, das ist klar. Stimmt, andere können wir damit nicht heilen. Ich glaube, man kann den Charakter auch irgendwie wechseln. Dass wir diesen Wilhelm dann auch steuern können. Mal sehen. Erhöht Körperkraft. Blutstärke ist das. Okay. 5 Blutkosten wieder und Anwendung bei sich selber. Ja, klar. Okay, Körperkraft erhöhen ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, wie lange das auch hält. Naja. Ehrfurcht. Das Opfer ist dem Anwender zugetan. Nur Anwendung bei Feind. Mindestens 25 Charisma. Ah, dafür sind die Charisma-Punkte also wichtig. Das heißt, das kann ich höchstwahrscheinlich eh noch nicht machen. Ich glaube, so viel habe ich dann nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht genau. Was ist das hier? Stärke. Erhöht den automatischen Schaden. Was ist der Unterschied dann bitteschön zwischen dem und dem? Ne? Erhöhte Körperkraft oder halt Stärke? Das ist irgendwie für mich jetzt gerade fast das gleiche. Deswegen, ich wundere mich. Und Geschwindigkeit, genau, die gibt es nämlich auch bei... Na, je nachdem, welchen Clan man wirklich angehört, gab es auf jeden Fall auch im zweiten Teil Bloodlines. Erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Das ist doch gut. Aber 30 Blutkosten. Das sollte man wirklich nur verwenden, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Bei irgendeinem ganz schnellen Feind wirklich am besten. Oder wenn man es halt eilig hat, irgendwie eine Quest auf Zeit oder sowas. Können wir das Weihwasser überhaupt noch benutzen? Ich glaube nicht, das schadet uns doch jetzt wahrscheinlich selber, oder? Schadet uns das selber? Kriegen wir da eine Anzeige? Ich weiß es nicht. Oder es schadet uns nicht. Ich habe keine Ahnung. Das war die Karte, ne? Habe ich noch gar nicht benutzt, egal. Disziplintafel aufrufen. Können wir das jetzt so ansehen? Ah, seht mal. Jetzt wird das hier auch mal wirklich interessant. Hier sind die Sachen, genau, doch, wie ich vermutet hatte. Hier können wir dann Punkte drauf geben, was wir verbessern wollen. Alles klar. Schwierig auf jeden Fall auch, was wir da wie erhöhen wollen. Na. Was ist dann hier die Geschwindigkeit? Das und das. Präsenz. Ehrfurcht. Ist auch nicht unwichtig. Nur so an sich. Vor allem frage ich mich jetzt, ob ich schon ein paar Punkte habe, die ich dann wirklich so vergeben kann. Ich versuch's mal. Bei Blutheilung am besten. Nein, kann ich nicht. Ich kann hier nichts machen. Schade. Was muss ich denn dafür tun, dass ich das machen kann? Und hier kann ich auch nicht endlos hier auf Plus gehen, obwohl ich schon so viele Punkte gesammelt habe. Ach so. Ich muss wahrscheinlich an Erfahrung diese 3605 Punkte erreichen, bevor ich dann die Punkte hier auch wieder verteilen kann. Verstehe. Na, unsere Glaubensanzeige ist hier komplett verschwunden. Also war die anscheinend erstmal wirklich nicht so wichtig. Gesundheit ist nicht voll, lustigerweise. Okay. Blutvorrat, Raserei ist natürlich zum Glück auch auf Null. Menschlichkeit ist bei 70 geblieben. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht zu viel Menschlichkeit verlieren. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht mehr genau, wie man Menschlichkeit verlieren kann, obwohl ich nehme mal an, es ist wie im zweiten Teil, dass wenn man halt so unmenschliche Sachen tut, wie zum Beispiel, wenn man weiß, man geht die Frames gerade runter. Warum? Macht doch gar nichts Schlimmes hier. Alter, Spiel, krieg dich mal wieder ein. Wenn wir irgendwas Schlimmes tun, jemanden absichtlich in eine Falle locken zum Beispiel oder so, dass dann halt, Alter, was geht hier gerade ab? Dass dann natürlich das dann, nicht so toll ist. Und dass wir da Menschlichkeit abgezogen bekommen. Oh, hier gibt's gar nicht das, was mich gerade ein bisschen verwirrt, wie im zweiten Teil mit der Maskerade. So Maskeradenbonus oder Maskeradenbruch. Und ich weiß gerade nicht, was bei den Frames abgeht. Die sind extrem niedrig. Ich meine, ihr seht, das ist extrem am Laggen.
Ich weiß nicht, ob jetzt meine Festplatte voll ist oder Avira gerade irgendwie was macht, obwohl ein Update habe ich gerade eigentlich durchgeführt, damit der da jetzt mir gleich nichts zwischenfunkt. Das muss ich gleich mal gucken. Weil das ist ja gerade echt nicht hier schön anzuschauen. Auch eben bei der einen Cutscene, da wurde der Typi hier ja ein bisschen unterbrochen. Dass es ein bisschen gestockt hat, aber zum Glück haben wir da nicht so viel vom Gespräch verpasst, was schon mal gut ist. Wenn ich noch ein paar Schritte gehe, kriegt es sich dann wieder ein, weil ich was mache aktiv? Ja, nicht wirklich. Ein bisschen. Mal gucken, kann ich mit ihr nochmal reden? Was aber im Moment nicht gut ist bei dieser niedrigen Frame. Es hat komplett aufgehängt. Okay, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich mache hier erstmal ganz kurz einen Break. Ich weiß gerade echt nicht, woran es liegt. Obwohl ich labere auch schon wieder eine Ewigkeit. Vielleicht wird es auch ein kleiner Laberer-Barber-Part jetzt einfach mal. Wo ich nochmal auf alles eingegangen bin und sowas. Weil viel können wir hier gerade echt nicht machen. Aber ich denke mal, wir reden nochmal mit ein paar Leuten, dass ich das dann noch mit reinschneide. Weil das geht aber gerade von den Frames her echt gar nicht. Also ich glaube, ich muss meine Festplatte kurz ein bisschen entleeren. Und dann dürfte es wieder gehen. Weil so, wenn wir jetzt ein Gespräch starten, ich glaube, das wäre nicht so vorteilhaft, weil gerade so, ja, zwischen 20 und 5 Frames immer wieder am Hin- und Her zappeln, das ist nicht so toll. Deswegen mache ich hier kurz einen Cut, oder wenn sogar der Part jetzt sogar doch schon lang genug ist, bin mir gerade ein bisschen unsicher, dann, ja, sehen wir uns halt entweder gleich wieder oder im nächsten Part. Von daher sage ich jetzt einfach mal, bis dann. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich frage mich gerade, warum mein Blut so niedrig ist oder füllt sich das jetzt gerade auf? Das ist seltsam. Oh Mann. Ja, jetzt sind wir ein frisch gebackener Bruja. Über die Fähigkeiten habe ich ja gerade eben schon gesprochen. Also ich nehme das jetzt nämlich einen Tag später auf. Bei euch war es jetzt nur ein ganz kurzer Cut, bei mir ist es ein ganzer Tag her. Reden wir mal ganz kurz mit Ekaterina. Ein schöner Name übrigens, wie ich finde. Sei nicht ungehorsam, Kind. Was war das denn gerade für eine Ansicht? Miep. Okay, und bei dir? Ihr solltet eure Lektion lernen. Ja, ist schon gut. Dann gehe ich mal zum... Die hatten doch was vom Kloster gesagt, kann das sein? Ich wundere mich immer noch, warum jetzt hier kein Auftrag angezeigt wird. Achso, doch jetzt, da. Holen Sie das Not-Fragment. Steht da noch was? Überqueren Sie die... Achso, doch daher weiß ich das ja genau. Alles klar, ja. Gut, dann gehen wir mal eben noch schnell dahin, würde ich sagen. Ekaterina ist eine Gelehrte, keine Kriegerin. Sie würde ihre Grünschnäbel im warmen Nest die Vampirlehren studieren lassen bis zum Gehenna und sie niemals herauswerfen, damit sie ihre Flügel testen. Ich aber kann nicht Stunde um Stunde kainitische Weisheiten an ihrer Universität debattieren. Gebt mir ein Breitschwert und den Geschmack des Blutes meines Widersachers auf der Zunge, dann habe ich alle Weisheit, die ich brauche. Und ich glaube, euch geht es ähnlich. Ich bin euch nicht ähnlich, Blutsauger. Ich erschlage nur die, die meinen Stahl verdienen. Ich meuchle keine Unschuldigen um ihres Blutes willen. Wenn ihr euch nicht von Blut ernährt, werdet ihr sterben. Doch müsst ihr dafür niemanden töten. Trinkt nur so viel Blut, dass die Beute es übersteht. Lasst die Beute weiterleben, denn während der Mahlzeiten zu töten, verstößt gegen die Ethik der Prometheer. Es würde das Tier in euch rufen. Das Tier? Ein Tier windet sich in eurer Brust, geboren aus Kains Sünde, Christoph. Haltet es im Zaum, oder ihr seid auf ewig verloren. Akte der Grausamkeit fördern das Tier in euch, bis es euch beherrscht. So, wie es viele von Asras Kindern beherrscht. Das Tier ließ sie verrückt werden? Nein, die verrückten Vampire nennt man Malkavianer. Solltet ihr einen treffen, so gnade euch Gott. Solltet ihr auf die Hilfe eines der Ihren angewiesen sein, kann euch nicht einmal Gott helfen. Das Tier ist nicht bloßer Wahnsinn, sondern dämonische Besessenheit durch Kains Fluch. Wir Prometheer sind Wanderer im Reich des Tiers. Doch wir kommen nicht vom Pfad der Menschlichkeit ab, der Via Humanitatis. Unser Mitleid bewahrt uns vor den Klauen des Tiers. Vergesst das niemals, sonst werdet ihr von ihm verschlungen. Gut gesprochen, mein lieber Freund.
Hast du eigentlich auch irgendwie ein Inventar, was wir sehen können oder so? Nee. Ach, ich habe meine ganzen Ratten noch. Die sind letztes Mal gar nicht aufgebraucht worden. Deswegen habe ich so wenig Blut. Aber ich denke mal, ich kann mich jetzt auch gleich an jemandem laben. Da vorne zum Beispiel, da sind doch Menschen. Aber wie das gesagt hat mit den Malkavianern, also so schlimm werden die doch wohl nicht sein, da bin ich sicher. Euer Leben währt ewig, solange ihr euer fahles Fleisch vor den gnadenlosen Strahlen der Sonne verbergt. Den unsrigen bringen die lebensspendenden Strahlen der Sonne nur den Tod. Wir müssen jeden Morgen in unsere Zuflucht in den Kammern unterhalb der Universität zurückkehren. Okay, gut zu wissen. Aber ich habe ja hier eigentlich keine Anzeige, so von wegen, welche Tageszeit gerade ist, oder? Kann ich mich schon in der Wache so ein bisschen stärken? Mein Freund. Nee, angreifen will ich nicht. Ich möchte ja hier trinken. Ich speichere vorher, bevor ich den jetzt angreife, weil... Das sieht nämlich gerade fast so aus, als ob ich den jetzt zu Brei schlagen würde, wenn ich jetzt mit der Maus ihn anklicke. Und das will ich ja nicht. Ich möchte nur einen kleinen Schluck Blut. Zur Stärkung. Wer läuft da? Oh, genau das wollte ich nämlich nicht laden. Ich wusste es doch. Ich will doch keine Menschen töten. Wie kann ich denn trinken? Fragezeichen. So? Nee. Wie kann ich das denn machen? Oder kann ich es bei der Wache nicht machen? Das kann natürlich auch sein. Ich würde gerne jemanden finden. Da, eine Frau. Da, du bist doch wehrlos. Hey, warte auf uns. Wie geht das denn jetzt? Hey. Hey, hey, hey. Ah ja, okay, jetzt habe ich zum ersten Mal getrunken. Tschüss. Hä? Der hat doch jetzt nicht etwa Angst vor mir, oder? Oh nein, um Gottes Willen! Ach scheiße, sie hat jetzt Angst vor mir! Ah, das wollte ich doch nicht. Du siehst mich nicht, du vergisst mich. Oh, ich hoffe, das hat jetzt keine Folgen. Ich hatte nur so ein bisschen was getrunken, Mann. Sollte ich mal nicht so anstellen. Ich meine, ich würde einem Vampir auch freiwillig mein Blut geben, aber... Die Sterblichen hier sind alle so zimperlich. Na, hast du noch Angst vor mir oder hast du mich vergessen? Da, siehst du, jetzt hat sie mich vergessen. Geht doch. Oh, man. Aber wenn ich Oh, man sage, muss ich an diesen einen Typen denken. Den Oh, man, man. Wie Lars und ich ihn damals genannt haben. Bei unserem gemeinsamen Let's Play. Mich würde mal interessieren, könnte ich jetzt zu Aneska gehen? Ich will es eigentlich nicht riskieren. Vor allem, wo ich ja noch gesagt habe im letzten Part, oh, ich werde das jetzt alles verlassen und sowas. Achso, hier kann ich eh nicht lang. Ja, ich verlaufe mich aber auch. Och, geh mir aus dem Weg, mein lieber Wilhelm, bitte. Ich will es nicht riskieren, meine geliebte Aneska jetzt irgendwie hier zu gefährden. Könnte ich in den Pub gehen? Mach ich mal eben. Hm. Hier gibt es auch nichts. Betrunkener. Betrunkener. Und der wird natürlich. Hm. Na gut, ich gehe mal wieder. Hier wird es auch der Einzige, den ich zum Beispiel nicht angreifen könnte, lustigerweise. Ich würde mal gerne eigentlich mal eben zum Schmied. Ich habe natürlich mal wieder den Weg vergessen, aber ich glaube, hier bin ich sogar richtig. Jawohl. Oh, und ich kann noch ein paar Ratten mitnehmen. Das mache ich auf jeden Fall mal eben.
Denn Ratten können wir nie genug haben. Wo ich direkt auch ein bisschen gerade wieder an die Loriot-Sketche denken muss. Bei hier Kosakenzipfel zum Beispiel, da wurde ich ja auch am Schluss angeschrien. Ratte! Ach, das war so witzig. Hallo. Seid gegrüßt, junger Mann. Ich weiß gar nicht, kann ich ihn ausrüsten? Ach, guck mal, da kann ich ja sehen, was er hat. Ah, verstehe. Oh, der hat hier zum Beispiel auch Schriftrollen tatsächlich. Schriftrolle des Erweckens. Sollte ich mir vielleicht auch noch zulegen von der Wahrsagerin. Zigeunerin. Und Schrift. Nochmal eine Schriftrolle des Erweckens. Okay, also ganz klar so Wiederbelebungssachen. Okay. Oh, der hat aber eine gute Waffe. Achso, kann ich ja jetzt gerade gar nicht. Ja, ist okay. Guten Tag. Guten Tag. Sehr gut, genau. Jetzt wollte ich nämlich ihn gerade mal ausrüsten hier. Und, ach, die kann ich da gar nicht einlegen. Die sind, wenn das hier drin ist, dann ist es schon gut genug. Oh, Blutflaschen. Okay. Ah, jetzt kann ich auch mit ihm steuern. Ah, das ist ja cool. So kann ich also meine Charaktere wechseln. Das ist schon mal gut zu wissen. So, was bin ich hier? Dann will ich mal eben ganz schnell zum Laden der Zigeunerin gehen. Mich da ein bisschen eindecken mit Christoph. Wenn wir das gemacht haben, beende ich auch diesen Part. Und dann im nächsten gehen wir dann dahin, wo wir auch hin sollen. Mir wird schwach. Der Hunger überkommt euch. Das Tier erstarkt, wenn Blutmangel euch schwächt. Fühlt ihr es nicht in eurem Herzen toben? Ihr müsst essen. Esst oder sterbt, Christoph. Eher töte ich euch, als dass ich zulasse, dass das Tier Besitz von euch ergreift. Ich hab doch jetzt schon getrunken. Aber gut, wenn du es willst, dann trinke ich doch mal eben ein Schluckchen. Das reicht auch schon. Komm. Nur so viel wie Not tut, Christoph. Nicht mehr. Seht? Seine Wunde verschwindet. Monsieur hatte wohl etwas zu viel Wein. Was, Christoph? Macht euch keine Sorgen. Er wird aufwachen und sich an nichts mehr erinnern können. Die meisten Sterblichen finden großen Gefallen am dunklen Kuss. Ekaterina sagt, in Karthago hätten sich die Sterblichen erfreut dazu bereit erklärt. Na, siehst du mal. Ah, ich hätte doch noch ein ganz kleines bisschen mehr trinken sollen. Ich bin nicht ganz hundertprozentig voll, aber naja, komm, okay. Da bin ich hergekommen, gut. Also, vorhin hätte ich noch gar nichts trinken müssen. Bei der Frau. Diese Kräfte verleiten zu finsteren Taten. Wie leicht könnte ich Verderben über die bringen, die mir lästig sind. Angst und Mächte spielen zusammen, um euch zum Tier zu machen. Sucht euch einen Anker der Menschlichkeit. Einen Fels, an den ihr euch ketten könnt, wenn der Sturm kommt. Aneska. Die Liebe zu einer Sterblichen ist der gefährlichste aller Anker. Ich muss Aneska sehen. Das ist höchst unklug. Die schöne Welt bei Tageslicht ist euch verwehrt. Ich muss sie wiedersehen. Sie nur einen Augenblick betrachten. Ekaterina wäre nicht sonderlich erfreut. Aber gut. Solltet ihr euch auf unserer nächtlichen Mission als nützlich erweisen, bringe ich euch zum Konvent. Doch nur, um einen Blick auf die Schlafende zu erhaschen. Kommt jetzt. Wir haben einen Auftrag. Okay. Danke, Freund. Beziehungsweise Kollege. Richtig Freund bist du ja eigentlich nicht, aber egal. Ich muss vorher zur Zigeunerin. Erst dann kann ich meinen Weg mit dir fortsetzen, Gefährte. Anscheinend hat er dafür Verständnis. Er sagt jedenfalls nichts dagegen. Guten Tag, meine liebe Onona. Seid gegrüßt, junger Mann. Was begehrt ihr? Haltet ein. Euer Blick ist so betrübt. Man hat euch Leid zugefügt. Die Kainiten sind über euch hergefallen. Oh, mein armer Junge, doch fürchtet euch nicht. Unorna fürchtet euch nicht, noch verbannt sie euch. Ich helfe euch, wenn es in meiner Macht steht. Dankeschön. Nichts anderes habe ich auch von dir erwartet. Und genau, sie gibt es nämlich auch tatsächlich
Bluttränke für 71 Gold. Ah. An sich Heilung brauchen wir zum Beispiel... Nee, doch nicht. Unsere Heilsachen können wir ja gar nicht mehr benutzen. Na super. Das ist ja nicht so toll. Das heißt, wir müssen jetzt immer Blutheilung praktisch verwenden, um uns hochzupushen. Ja, dann kann ich ja alles verkaufen an Heilung. Und was ist hiermit? Kuriert Krankheit. Okay, da steht nicht von wegen keine Kaniten. Sogar das könnte ich rein theoretisch noch weiter verwenden. Was ist hiermit? Sogar das geht. Okay, Moment. Gott sei mit euch, mein Junge. Ja, aber ich habe nochmal hier ein bisschen Heilung, was ich dir geben kann. Ich brauche es nicht mehr. Schau mir mal eine Maus stattdessen hier rein. Seid gegrüßt, junger Mann. Was begehrt euer Herz? Das siehst du hier. Ich sollte auf jeden Fall ein paar Bluttränke kaufen. Wie viel macht das denn eigentlich? Um 25. So ein Blutstein hätte ich auch unglaublich gerne. Erhöht Blut um 70. Nice, nice, nice. Aber na gut, okay. Hol ich mir erstmal ein Blutfläschchen. Oh, des Erweckens. Schriftrolle des Abgrunds. Ich weiß ja nicht, was die machen, verdammt. Der Stärke. Oh, Schattenmantel, was ist das? Oh, ich will wissen, was das ist. Das ist scheiße, wenn ich das nicht weiß. Was ist das genau? Oh, Schriftrolle des Herr der Untoten. Mann, was sind das für geile Sachen? Was kann ich... Damit kann ich garantiert irgendwie Leute dann beschwören. Schriftrolle der Seelenstärke. Was es hier nicht alles jetzt gibt für mich als Vampir. Ich würde ja auch gerne sowas mit Wiederbelebung haben. Auch ganz gerne. Das könnte nicht schaden. Da, Weihwasser kann ich immer noch bei ihr kaufen. Das sagt schon alles. Verdammt, Wiederbelebung habe ich für mich selber gar nicht. Ist ja doof. Aber na gut. Was könnte ich mir denn sonst noch Gutes holen? Ich möchte wissen, was die Sachen machen, ganz ehrlich. Vielleicht kann ich mir dazu mal was auf YouTube angucken oder so. Sonst wird Blut so oder so nicht verkehrt sein. Hole ich mir erstmal ein paar Fläschchen. So. Habe ich jetzt genauso viele wie Wilhelm und damit bin ich dann erstmal ganz gut ausgestattet, soweit würde ich meinen. Lebt wohl, junger Mann. Das hast du gruselig gesagt, meine Liebe. Aber na gut, leb wohl. Vor allem, wieso leb wohl? Das heißt doch, wir sehen uns nie wieder. Ich will dich aber wiedersehen. Ich werde dich brauchen. Hat die Apotheke jetzt eigentlich geöffnet? Fragezeichen. Nicht, dass ich brauchen würde. Ich will es einfach nur mal eben herausfinden. Nein, sie hat natürlich geschlossen. Wir haben ja auch Nacht. Das war klar. Gut, dann speichere ich hier. Und beende, wie gesagt, den Part. Jetzt brauche ich mal wieder auf 3, würde ich sagen. Das ist okay. Speichern. Ja. Gut, meine Lieben. Wir haben noch mal einiges dann erfahren. Über unser neues Ich. Jetzt, wo wir ein frisch gebackener Brujaja sind. Brujaja. Und, ja, ich bin gespannt, was wir im Kloster jetzt so alles erfahren und erleben werden. Gut ausgestattet sind wir und mein Freund auch. Und ja, deswegen, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und bye bye.